Okay, ich würde sagen, dann legen wir los. Eine neue Runde mit Vorlesungsvideos. Und weil ich das die ganze Zeit so gemacht habe, dass immer, wenn ich aufgezeichnet habe, habe ich mit einem sozusagen fast schon Ritual begonnen, ja? Meiner Klappe. Okay, Joshua, kannst du da bitte mal drauf zoomen? Okay, Zahlentheorie, die erste. Ah, ist das toll. Okay, wir befassen uns heute mit algebraischen Strukturen. Schreib mal die Überschrift an die Tafel. Algebraische Strukturen. Eigentlich befasst man sich mit algebraischen Strukturen in einer anderen Veranstaltung, nämlich in der Algebra bzw. Algebra 2. Trotzdem brauchen wir hier an der Stelle auch mal einen kleinen Einblick in algebraische Strukturen. Das Ganze wird vertieft, wenn Sie beispielsweise in Algebra 2 teilnehmen an der Veranstaltung. Da schaut man sich die noch genauer an. Hier werden wir so ein paar Grundbegriffe einführen. Okay. Und zwar beruht sozusagen die Beschäftigung und die Motivation mit algebraischen Strukturen auf einer langen Erfahrung mit Zahlenmengen oder anderen Mengen und mit Operationen auf diesen Mengen, sodass man irgendwann mal an den Punkt kommt und sagt, ah Mensch, da gibt es doch irgendwie Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, strukturelle Übereinstimmungen in ganz verschiedenen Bereichen der Mathematik. Mal ein Beispiel. Also nehmen wir mal das Beispiel, wir betrachten die Menge der natürlichen Zahlen und eine Operation, sagen wir mal Plus. Ja, so. Wir haben eine Menge und wir haben eine Operation. Zunächst mal eine, später werden es dann mehr. Oder wir schauen uns mal folgende Menge an, die ganzen Zahlen mit der Multiplikation. Da gibt es jetzt einige Gemeinsamkeiten zwischen diesen Mengen und der jeweiligen Operation. Zum Beispiel stellt man fest, in beiden Mengen ist die jeweilige Operation assoziativ. Ne? Kann man feststellen. Also hier, wenn ich drei Zahlen aus natürlichen Zahlen rausnehme, dann weiß ich a plus b plus c ist das gleiche wie a plus b plus c. Wenn ich drei beliebige Zahlen aus der Menge der ganzen Zahlen rausnehme und die Operation Multiplikation, weiß ich auch, a mal b mal c ist gleich a mal b mal c. Eine Untersuchung hat übrigens ergeben, dass in diesen Vorlesungsvideos, dass man die Punkte nicht so gut sieht. Wir haben Studenten gesagt, man sieht die Punkte nicht so gut. Deswegen werde ich jetzt Mühe geben, richtig dicke Knottel zu machen hier vorne, ja? Dass sie auch gut sichtbar sind im Video. Okay, also man stellt fest, beides ist assoziativ. Ja? Finden Sie weitere Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Was fällt Ihnen auf? Gibt es noch andere Gesetze, die in beiden gelten? Ja, ja, wenn ich Elemente der Menge zum Beispiel aus n miteinander addieren, dann kommt wieder ein Element aus n heraus. Gleiches gilt für die Multiplikation. Ah ja, genau. Ich wiederhole immer laut für die Kamera, wenn ich zwei Elemente aus n addiere, kommt wieder ein Element aus n raus. Genauso gilt es bei z. Wenn ich zwei Elemente aus z miteinander multipliziere, kommt wieder ein Element aus z raus. Ne? Genau. Sie haben schon ein bisschen Erfahrung mit algebraischen Strukturen, oder? Genau. Das nennt man Abgeschlossenheit. Also das heißt, wenn ich jetzt hier zwei Elemente aus n rausnehme und addiere, kommt wieder ein Element aus n raus. Wenn ich zwei Elemente aus z nehme und multipliziere, kommt wieder ein Element aus z raus. Machen wir mal ein anderes Beispiel, nehmen wir das hier. N und Minus als Operation. Ja? Ich nehme zwei Elemente aus natürlichen Zahlen raus und subtrahiere das eine vom anderen, bilde also die Differenz. Diese Operation ist nicht abgeschlossen. Beispiel, einfaches Beispiel, 1 minus 2.
Wenn ich jetzt hier die Operation bilde 1 minus 2 oder den Term bilde 1 minus 2, kommt ein Element raus, das nicht mehr in natürlichen Zahlen ist. Genauso gilt hier die Assoziativität. Natürliche Zahlen mit Subtraktion. Was meinen Sie? Ja oder nein? Oder hat jemand ein Beispiel, für das es nicht gilt? Na, kurz nachgedacht. Ja? Das gilt nicht, weil man könnte sagen 2 minus 3 plus 4 und 2 plus 4 zusammen wäre das 2 minus 7, das ist was anderes. Sie dürfen nicht Plus verwenden, Entschuldigung. Nur die Subtraktion. Sie haben jetzt mal nur die Subtraktion als Operation. Ja? Machen wir 2 minus 3 minus 2. Ja? Genau. Wo soll ich die Klammer setzen? 2 minus 3 minus 2, ist das gleiche wie 2 minus 3 minus 2? Ne? Also, gesetzt den Fall, wir werden jetzt in ganzen Zahlen, weil sonst wüsste ich nicht, was 2 minus 3 ist, ist es trotzdem nicht assoziativ. Ne? Wenn ich hier das bilde, 3 minus 2 kommt 1 raus, 2 minus 1 ist 1, aber wenn ich hier das bilde, habe ich hier minus 1, minus 2 kommt minus 3 raus, kommt nicht das gleiche raus. Ist nicht assoziativ. Ja? Das ist ungleich. So. Davon abgesehen, wenn ich in natürlichen Zahlen bin, weiß ich eigentlich gar nicht, was 2 minus 3 ist, insofern hätte ich hier sowieso ein Problem. Okay. Also man entdeckt gewisse Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ja? Wie sieht es denn mit Kommutativität aus? Welche dieser Mengen, verbunden jeweils mit der Operation, in welchen dieser Mengen mit der Operation gilt denn das Kommutativgesetz? Ja? Da oben gilt es, ne? A plus B ist gleich B plus A. Das war's? Oder gibt es noch weitere Mengen, in denen das gilt? Ja? Ja, bei der Multiplikation gilt es auch, also von allen Reellen. Bei den ganzen Zahlen mit der Multiplikation gilt es auch, genau. Also die Menge der ganzen Zahlen verbunden mit der Multiplikation ist ebenfalls kommutativ. Die natürlichen Zahlen mit der Subtraktion nicht, ne? 3 minus 2 ist nicht dasselbe wie 2 minus 3. Da haben wir auch wieder das Problem, dass wir aus der Menge der natürlichen Zahlen rausfallen. Aber auch wenn ich die ganzen Zahlen mit der Subtraktion habe, ist es nicht kommutativ. Ne? Die ganzen Zahlen mit der Subtraktion zusammen sind nicht kommutativ. Kommen zwei unterschiedliche Ergebnisse raus. Das heißt, es gibt Mengen, die verbunden mit bestimmten Operationen als Struktur gesehen werden. Man schreibt das so: Ich betrachte eine Menge gemeinsam mit einer Struktur, ich mache hier mal so ein Semikolon drum, das sind runde Klammern, gemeinsam mit einer Operation und nenne das Ganze Struktur. Und um es genau zu sagen, man sagt dazu algebraische Struktur. Ja? Ich nehme eine Menge, ich nehme eine Operation oder mehrere Operationen und betrachte das zusammen als Bündel, als zusammengehörig, als algebraische Struktur. Und jetzt sieht man hier, es gibt zwischen bestimmten algebraischen Strukturen Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Zu manchen unterscheiden sie sich. Und diese Abstraktionsebene, also man schaut sozusagen auf die Zahlenmengen mit ihren Operationen von oben, von der höheren Warte und entdeckt da Gemeinsamkeiten, strukturelle Ähnlichkeiten. Das ist Inhalt der Hochschulalgebra und das wird sozusagen auf einer abstrakten Ebene beschrieben. Und das machen wir jetzt mal heute für die Sitzung. Und zwar führe ich zunächst mal eine algebraische Struktur ein und Sie untersuchen später dann bestimmte konkrete algebraische Strukturen, ob die Eigenschaften dieser Struktur erfüllen. Und die populärste algebraische Struktur überhaupt, das ist die Gruppe. Die definieren wir uns jetzt mal. Definition.
Gruppe.